Liebe Zuschauer, es ist mir eine Ehre, Sie in der 9. Woche des Jahres herzlich willkommen heißen zu dürfen. Im Namen meiner Mitarbeiter wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum ist eine junge Institution der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und nahm seine Tätigkeit am 1. Oktober 2004 auf. Die Mitarbeiter des Zentrums sind bemüht, alle Informationen über die Ungarndeutschen zu sammeln und diese zu publizieren. Das Zentrum organisiert verschiedene Veranstaltungen, landesweite Wettbewerbe, wie zum Beispiel Abgedreht, Ungarndeutsches Jugendfilmfest, das dieses Jahr schon zum 4. Mal initiiert und veranstaltet wird. Das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum tut sein Bestes. An Initiativen, an guten Ideen fehlt es bei Ihnen nicht. Die LDU ernannte damals Monika Ambach, unsere einstige Kollegin, von unser Bildschirm zur Direktorin des Zentrums. Blickpunkt 2008, Wettbewerb der Bilder, war die neueste Initiative des Zentrums. An dem im Internet abgelaufenen Wettbewerb konnten alle teilnehmen, die gerne 3 selbstgemachte Fotos, Postkarten und aufgebesserte Archivbilder zeigen mochten. Das Thema des Bildes musste mit der ungarndeutschen Minderheit zusammenhängen. Blickpunkt war für das 5. Jubiläumsjahr des Zentrums ein ausgezeichneter Auftakt. Fotografieren wir uns. Blickpunkt 2008, Wettbewerb der Bilder. Hast du zu Hause alte oder neue Fotos, die etwas mit den Ungarndeutschen zu tun haben? Benutzt du bei deinem Hobby oder bei der Arbeit ein Bildbearbeitungsprogramm? Interessierst du dich für die deutsche Minderheit oder bist du eine Ungarndeutsche oder ein Ungarndeutscher? Wenn etwas davon auch dich zutrifft, dann machen wir dir ein Angebot. Bewirb dich für Blickpunkt 2008, Wettbewerb der Bilder und sei du einer oder eine der 3 Gewinner, hieß es im Aufruf des Ungarndeutschen Kultur- und Informationszentrums. Das Motto vom Zentrum lautet: Was heute aktuell ist, ist morgen schon Archiv. Und wir haben gedacht, man sollte heute etwas für die Ungarndeutschen tun. Und deswegen ist unser Ziel, dass wir Materialien, Dokumente, Bilder und Informationen über die Ungarndeutschen sammeln und diese Informationen im Internet veröffentlichen, damit die Interessenten leicht und auch umsonst an diese Informationen kommen können und andererseits, dass sie ihre eigenen Informationen auch veröffentlichen können. Und das ist der Sinn der Sache eigentlich. Und so kam die Idee, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kollegen, dass wir Blickpunkt starten, nämlich dass wir Bilder sammeln, die wir in einer Bildergalerie veröffentlichen können, damit man sieht, wie die Vergangenheit, wie die Gegenwart der Ungarndeutschen ist und wie sie feiern und wie sie ihre Alltage leben. Und ja, wir haben einen treffenden Titel gefunden, Blickpunkt, und ja, das Motto dazu ist: Fotografieren wir uns. Wir sind überglücklich, wirklich. Wir haben damals gedacht, wir werden vielleicht 200 Bilder bekommen, aber dann ist das schon zu viel gesagt. Und vielleicht gibt es 200 Leute in Ungarn, die sich dafür interessieren und die selber auch Bilder hochladen. Und dann starteten wir 2008 im Dezember endlich mit Blickpunkt und die Leute haben angefangen, Bilder ins Netz zu laden. Und auf einmal waren schon 300 Bilder im Netz. Und ja, es gibt eine sehr schöne Geschichte. Am letzten Tag zum Beispiel
Am Morgen haben wir natürlich den Stand angeschaut und 420 Bilder waren es ungefähr. Und wir saßen mit meinen Kollegen am Abend da am Computer und Minute für Minute kamen die neuesten Bilder und noch um Mitternacht kamen Bilder. Und als wir die Zahl 500 erreicht haben, dann waren wir überglücklich, also wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Und letztendlich um 24 Uhr haben wir die Bewerbungszeit mit 511 Bildern abgeschlossen. Diese 511 Bilder kamen von genau 113 Menschen und natürlich konnte man sich auch dafür registrieren, dass man nachher die Bilder bewertet mit Punkten im Internet. Und es gab fast 800 Menschen, die sich dafür registriert haben. Also man kann sich das vorstellen, das ist ein wirklicher Beweis, dass das Thema Ungarndeutschland die Leute interessiert und sie sehr gewollt sind, aktiv zu werden. Und sie wollen ihre Dokumente, ihr Archiv den anderen zeigen. Und sie wollen es nicht nur den Ungarndeutschen zeigen, sondern allen, die sich dafür interessieren. Und wir waren, also es gab so riesigen Jubel damals und wir wussten auch dann schon, dass die Entscheidung uns sehr schwer fallen wird, wer dann letztendlich das Rennen machen wird. Es gab drei Kategorien: Foto, Archivbild, Postkarte. Nach dem Bewerbungsschluss stimmten die Besucher der Seite für die Bilder ab. Anschließend bewertete die Jury Eva Meyer-Beutoy, Chefredakteurin der Zeitschrift Baratschak, Akos Matson, bildender Künstler, und Monika Ambach, Zentrumdirektorin, die 30 Bilder, die laut Online-Abstimmung die höchste Punktzahl erreicht haben. Sie müssen auch wissen, eine durchschnittliche Internetseite hat im Monat im Durchschnitt 1000 bis 5000 Seitenabrufe. Und jetzt halten Sie sich fest. Blickpunkt schaffte in der Zeit von 5 Wochen 700.050 Seitenabrufe. Danke. Wirklich. Danke, mein Systemadministrator. Mein Grafiker, meine Kollegen sind überglücklich, wirklich, die sind überglücklich, die können es nicht fassen und ich kann nur mich selber wiederholen. Danke, 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 danke. Sie haben es bewiesen, dass man sich für die Ungarndeutschen sehr wohl interessiert. Mein Opa ist ein Schwabe. Ein Schwabe. Folglich ist mein Vater auch ein Schwabe. Meine Mutter ist auch eine Schwäbin. Da bin ich auch ein Schwab. Wettbewerb der Bilder startete, wie gehört, Ende 2008 und ging mit der feierlichen Preisverleihung zu Ende. Die Veranstaltung fand vor vollem Haus Ende Januar in Budapest in der Kunsthalle statt. Nach der feierlichen Eröffnung konnten die Anwesenden einen Film, zusammengestellt aus Bildern der Teilnehmer, sehen, welchen die musikalische Untermalung, gestaltet vom Komponisten Gábor Vicián und vorgetragen am Klavier, noch stimmungsvoller machte. Thank you.